Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Europa Bulliversalis 3 hier auf dem Kanal von Writing Bull. Mein Name ist Zaka und ich habe wieder Perseus hier dabei, der aber schwer beschäftigt ist mit einem Krieg gegen die Bengalen, an dem er teilnimmt, an der Seite seines Verbündeten Punjab. Die Punjabi haben die Gelegenheit genutzt, dass nämlich die mandschurischen Reiterhorden nach Russland eingefallen sind, haben den Tributstaat der Mandschuren, die Bengalen, hier angegriffen. Und die Bengalen haben sich tatsächlich, nicht die Bengalen, die Mandschuren haben sich tatsächlich entschieden, nur die Hälfte ihrer Armee zu den Bengalen zu schieben. Und das scheint nicht zu reichen, wie es zumindest am Anfang aussieht. Aber vielleicht wendet sich das Blatt jetzt doch nochmal. Zumindest zwei Schlachten konnten die Inder für sich entscheiden. Die Mandschuren, wo laufen sie hin? Sie laufen weg. Die Bengalen machen ja nochmal einen Angriff, der gar nicht so schlecht zu laufen scheint. Sehr verlustreich, die Schlacht für die Inder. Ich sage mal Inder, eigentlich zählen ja die Bengalen auch als Inder, aber es ist einfach. Die Zuschauer wissen ja, wie ich es meine. Die Mandschu kommen jetzt hier von Norden. Wollen sie. Ah, die wollen vielleicht hier die Mutapanesen wegfegen. Da haben nämlich die Afrikaner nicht aufgepasst und werden jetzt wahrscheinlich aufgerieben. Ja, und das war's mit der afrikanischen Armee. Aber immerhin sind sie schon hier, die Inder sind schon tief in den Bengal eingedrungen und können hier durchaus schon erste Erfolge verzeichnet. Ich schaue nochmal nach Russland. Die mandschurische Armee hat jetzt zwar in Schlachten gute Erfolge verzeichnen können, aber das reicht eben nicht gegen Russland. Bevor man hier Russland besiegt hat, das dauert eine Weile. Oh, Bulgarien hat den Krieg schon verlassen. Ist ja interessant. Der vielleicht rausgekauft wurde? Könnte sein, ja. Aber Bulgarien war auch in keiner Verfassung, um hier einen Krieg zu führen. Also das kann ich auch verstehen, dass der bulgarische Zar da... Ist es ein Zar? Nee, König noch. Dass der bulgarische König sich da nicht weiter hat involvieren lassen. Das wäre... Hätte vielleicht das Land in den Ruin getrieben. Und die Mandschu haben sich hier mobilisiert, ziehen weiter nach Norden, belagern Kiew jetzt. Die Russen mobilisieren sich wieder, haben eine Armee aus Preußen zur Unterstützung bekommen. Vielleicht bringt das die Wende an dieser Front. Ich schaue wieder nach Indien. Oh, hier gibt es eine Schlacht. Wieder die Mandschu. Und die Bengalen sind nicht zur Hilfe gekommen. Wahrscheinlich durch die Festung oder woran? Die hätten, glaube ich, helfen können. Verstehe ich nicht ganz. Eine weitere Schlacht hier in Nasirabad. Na, also wenn die Mandschu jetzt hier mit in der Schlacht gewesen wären, könnten die Bengalen das gewinnen, aber in zwei einzelnen Schlachten, da koordinieren sich die Inder im Moment besser als die Bengalen und die Mandschu. Aber die Mandschu kämpfen ja auch an zwei Fronten. Das ist nicht so leicht, da Befehle zu geben, wenn man an so entfernten Fronten kämpft. Ja, die Schlacht wird wohl eher, ja, geht an die Inder und die Bengalen müssen sich zurückziehen. Ich werfe wieder einen Blick nach Russland. Hier gibt es auch eine Schlacht. Mensch, müsst ihr immer gleichzeitig kämpfen. Oh! Die Mandschu wurden geschlagen in Russland. Zusammen mit den preußischen Hilfstruppen haben die Russen es tatsächlich geschafft, die Mandschu hier in die Flucht zu schlagen. Wer hätte das gedacht? Schade, das war bestimmt eine spannende Schlacht, die wir leider verpasst haben. Könnt ihr euch nicht absprechen und immer abwechselnd kämpfen? Mensch, Jungs.
Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum die Manschu hier nicht, an der Front nicht so perfekt agiert haben, weil sie einfach an einer anderen Front schon involviert waren. Und es wird weiter bengalisches Gebiet belagert. Wie sieht's bei den mandschurischen Reserven aus? Ja, die haben noch ewig viele Reserven. Also die können noch 10 Jahre weiter Krieg führen auf diese Weise, wenn sie wollen. Das Witzige ist, dadurch, dass die Reitertruppen so extrem dezimiert wurden, sind jetzt hier die ganzen Armeesymbole auf die Kanonen umgestellt. Das heißt, weil das die größte Truppenanzahl ist sozusagen bei den Manschu. Ähnlich hier bei dieser punjabischen Armee. Wie sieht's bei den Reserven der Bengalen aus? Die haben noch Reserven. Wie sieht's beim Punjab aus? Hat auch noch ein paar Reserven. Vijayanagar ist schon am Ende der Reserven. Hormuz sieht auch noch gut aus. Hier kommt's wieder zur Schlacht. Ne? Zurückgezogen. Beugen sich hier. Schau ganz kurz nach Russland. Manschu haben sich hier zurückgezogen ans Kaspische Meer. Russland entsetzt die Krim. Entsetzt. Ja, kleine Armeen besetzen hier südlich im Bengal-Delta. Jetzt kommt es hier wahrscheinlich bald wieder zur Schlacht. Manschu scheint sich nicht ganz mit den Bengalen einig zu sein, wo jetzt angegriffen werden soll. Aber die Inder haben ja auch eine gute Verteidigungsposition durch diesen kleineren Fluss. Da weiß ich nur wirklich nicht, wie der heißt, weil das ist bestimmt kein weltbekannter Fluss. Der ist relativ kurz. Was ich vielleicht vermute, da sich gerade Truppen von beiden Verbänden in den Fog of War zurückgezogen haben. Ja, genau. Dass sie von oben kommen. Sie dieses Ödland namens Meghalaya umrunden und... Jetzt kommt's hier wieder zur Schlacht. Oh, und da haben die Hormuz hat jetzt sich geopfert und eine manschurische Armee abgefangen, dass die Inder hier ein bisschen länger alleine kämpfen können. Und es dabei sogar geschafft, seine komplette Armee zu verlieren. Jetzt kommt hier der Nachschub. Oh, das werden die Bengalen jetzt wahrscheinlich doch gewinnen. Denn jetzt kam der Nachschub rein. Die ziehen sich sicherheitshalber zurück, die Inder. Springen wieder nach Russland. Oh, Persien macht jetzt hier mit. Wurde mit in den Krieg gerufen. Na, jetzt geraten die Manschu doch langsam unter Druck hier. Weil so viele Fronten sich auftun. Jetzt eben auch noch hier die persische Front. Aber dafür haben sich hier die Truppen in die, in Weißrussland geschlagen worden, wieder regeneriert und marschieren wieder Richtung Westen. Preußen versucht hier die Festung Lubnir zu entsatzen. Ja, Russland hat keine allzu großen Reserven mehr. Die müssen hier wahrscheinlich schon tief in die Kasse greifen, tief in die Tasche greifen. Ne, haben noch keine Schulden gemacht anscheinend. Keine Söldner ausgehoben. Ja, die Festung wurde befreit und jetzt ziehen sie sich wieder zurück.
Aber die Manchu werden sie wahrscheinlich schnell wieder besetzen können. Wie sieht's in Indien aus? Ja, die Inder sind auf dem Rückzug. Die Bengalen befreien ihre Provinzen wieder. Und der Punjab ist tatsächlich am Ende seiner Reserven angelangt. Wie sieht es bei den Bengalen aus? Die Bengalen haben noch Reserven und die Manchu wahrscheinlich auch noch. Na, sind aber auch schon zusammengeschrumpft jetzt. Also lange reicht das auch nicht mehr. Aber bei beiden Kriegen scheinen sie jetzt langsam die Oberhand zu gewinnen. Na gut, bei Russland hatten sie die Oberhand schon, aber zumindest hier beim Krieg in Indien. Oh, Punjab macht hier Generalmobilmachung in Indien. Ja, nochmal alle Kräfte zusammengekratzt. Wie sieht's in Russland aus? Ja, es wird wieder die Festung Lubnia belagert. Russland sammelt weiter Kräfte zusammen mit Preußen. Auch Mutapa ist im Krieg mit Bahmanis. Ja, die wollen sehr wahrscheinlich ihre Kolonie erweitern. Die sie in Darpol. Ja. Während ich mir jetzt überlegt habe, eine weitere Armee in diesem Krieg sinnlos sterben zu lassen. Ja, mehr. Wird nicht so erfolgreich sein. Ich hole mir lieber Mekka. Achso. Doch, das ist auch was. Und wieder fallen alle über die armen Mamelucken her. Ja, die Bengalen haben fast ihre Ländereien wieder befreit und die erste Armee ist schon hier nach Hajipur eingefallen. Jetzt machen die Punjabi wieder mobil. Kommt es zu einer weiteren Schlacht. Sehr verlustreich für beide Seiten. Aber das... Ja, man hört hier die Elefanten im Hintergrund tröten. Ja, sehr blutig, aber das könnten... Die Punjabi haben ein bisschen bessere Moral. Das heißt, die könnten das auf diese Weise für sich entscheiden. Ja, das sieht noch nicht... Sieht noch gut aus. Das Würfelglück scheint auch eher auf ihrer Seite zu sein. Und die Punjabi haben die Schlacht für sich entscheiden können. Räumen jetzt direkt... mit den benachbarten Truppen hier auch auf. Ich schaue wieder nach Russland. Inzwischen hat Persien hier weite Gebiete der Mandschurei besetzt. In Russland stehen inzwischen schon mandschurische Reiterhorden in Smolensk. Die Festung Smolensk ist gefallen. Wo sind denn die Preußen? Haben die sich zurückgezogen? Oder wurden die etwa besiegt? Ich sehe die Preußen nicht mehr.
Sieht ein bisschen danach aus, als wären die besiegt worden. Oh, hier kommt's wieder zur Schlacht. Ach, hier sind die Preußen. Hä? Warum habe ich die vorhin nicht gesehen? Komisch. Oh je, eine russische Armee wurde komplett zerschlagen hier. Haben sie nicht aufgepasst. Und eine zweite russische Armee wurde komplett zerschlagen. Ich glaube, das war hier einfach unglücklich koordiniert. Ich glaube, Vitellius wollte sich hier irgendwie aufstellen und im gleichen Moment sind die manchurischen Reiter hier nach Tver marschiert. Bisschen Pech gehabt. Ich schaue wieder nach Indien. Ja. Dann wird wieder Gebiet gut gemacht hier. Punjab ist auch schon am Ende seiner Reserven. Mandschurei hat schon den Ruf nach Frieden gegenüber Russland. Aber Russland wird sich hier wahrscheinlich geschlagen geben müssen. Bei diesem Kriegsstand, in keiner Verfassung mehr hier irgendwie dagegen zu halten. Die Inder rücken wieder vor. Ja, solange Russland aushält, haben die Inder hier noch eine Chance. Aber sobald Russland aufgibt, kommt dann die westliche Mandschu-Armee wieder zurück. Und dann gehen hier bald die Lichter aus, glaube ich. Schau mal ganz kurz hier nach Afrika. Ja. Marokko hat sich hier die ägyptischen Gebiete der Mamelucken einverleibt und Hormus nimmt jetzt den Rest, wie nach Absprache. Oh, könnte wieder zur Schlacht kommen hier in Nasirabad. Punjab greift hier nur mit halber Kraft an. Haben sie die Armeen übersehen? Die sollten, glaube ich, mit in die Schlacht. Nicht zu überheblich werden. Wieder sehr verlustreich für beide Seiten. Ich glaube, für die Inder doch ein bisschen verlustreicher. Aber sie haben halt die bessere Moral. Und das wird es wahrscheinlich am Ende wieder entscheiden. Die Inder haben eine weitere Schlacht gewonnen. Ich springe wieder nach Russland. Inzwischen gab es hier wahrscheinlich keine Schlacht. Die Russen versuchen hier wie notgedrungen zusammenzukratzen, was sie zusammenkratzen können. Ja, für solche Fälle sind dann kleine Vasallen nützlich, die dann nämlich hier diese ganzen Provinzen besetzen können. Denn für die Gegenseite macht das Persien. Die besetzen einfach alles Mögliche an Kleinstprovinzen hier mit einzelnen Armeen. Und die Mandschurei ist halt beschäftigt, ne? Kann da nicht wirklich gegenhalten mit Mikromanagement. Das hatten wir, glaube ich, in irgendeiner anderen Bulli-Versales-Runde auch schon mal, dass Russland so in die Knie gezwungen wurde, einfach durch die Belagerung der ganzen kleinen Provinzen, durch die KI.
Und hier der Krieg gegen Frankreich ist jetzt auch entschieden. Die Briten haben unter hohen Verlusten einige Provinzen erobern können. Das Heilige Römische Reich hat hier den Rest von Burgund sich einverleibt. Hormus hat seinen Krieg erfolgreich beendet und Mekka besetzt. Jetzt gilt es nur noch, den Krieg gegen den Bengalen erfolgreich zu beenden. Noch ist Russland im Spiel, noch sind die Mandschu gezweiteilt. Die Armee, meine ich. Wobei das Land ist auch sozusagen gezweiteilt dadurch, dass hier Persien einen Keil reingetrieben hat. Das heißt, würden wir jetzt Hearts of Iron spielen, dann hätten diese Truppen hier keine Versorgung mehr. Die würden verhungern. Zumindest teilweise. Die Bengalen mobilisieren sich hier wieder. Die Mandschu haben sich zurückgezogen. Haben wir auch noch nur noch eine Armee in der Gegend? Die haben wahrscheinlich, wo ist die andere Armee? Achso, die versucht hier verzweifelt, die Perser in Zaum zu halten, die sich über das ganze Kerngebiet hierher machen. Ja, dafür braucht man Festungen. Da haben die, beziehungsweise wurden die Festungen hier besetzt. Ja, haben die Mandschu nicht genug Festungen errichtet hier? Das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Nicht genug defensive Kapazität. Und die Bevölkerung ruft nach Frieden. Obwohl zumindest ein Krieg sehr gut aussieht. Der gegen Russland, der andere nicht so gut. Jetzt geht's hier wieder ans Eingemachte für die Bengalen. So weit waren die Inder schon mal. Die Bengalen sammeln ihre Truppen. Wird's wieder einen Gegenschlag geben? Mandschu ziehen ja auch ihre eine Armee wieder dazu. Oh, und Hormus zieht die siegreiche Armee aus Arabien anscheinend wieder mit an die Also Front. eine davon. Das wird jetzt bestimmt die Entscheidung bringen. Ich glaube, eher ist die Frage, wie schnell sie sterben. So, ich schaue nochmal kurz nach Russland. Wie sieht es hier aus? Oh, die Preußen und Russen haben sich zumindest hier wieder herangetraut, nutzen wahrscheinlich die Gelegenheit, dass die Mandschu hier in Moskau im Winterlager sind. Die Russen haben ja geschickterweise ihre Hauptstadt nach St. Petersburg verlegt, sodass die Mandschu hier nicht die Regierung, nicht den Zar gefangen nehmen konnte in Moskau. Ja, und die Punjabi kratzen ja nochmal alles zusammen. Oh, jetzt geht's wieder los. In Sonargon gibt's wieder eine Schlacht. Also die Verluste sind, glaube ich, auf der Seite der Inder höher, aber die haben eben die bessere Moral. Das heißt, das kann hier sehr spannend werden, je nach Würfelglück.
Jetzt sind die Fronten ja eingebrochen und es geht an die Artillerie. Das ist dann immer besonders flussreich. Deswegen haben sich hier die Bengalen und die Mandschu wieder zurückgezogen. Ein weiterer Sieg für die Inder. Inzwischen ist der Kriegsstand schon ziemlich erdrückend. Ich gehe wieder nach Russland. Moment mal. Hier fehlt doch eine Armee. Wurde die zerschlagen? Was ist denn da passiert? Hier waren doch vorher drei mandschurische Armeen. Kann es sein, dass entweder eine zurückgezogen wurde oder dass die Russen hier eine zerschlagen haben? Habe ich jetzt irgendwie nicht mitbekommen. Ja, die Mandschuren müssen hier viele Kräfte wieder einsetzen, um die ganzen einzelnen Provinzen zu entsatzen, die die Perser besetzt haben. Die persische Armee wurde wahrscheinlich größtenteils zerschlagen, aber na gut, hier marschieren noch zwei rum. Aber die besetzten Gebiete, das ist natürlich nervig. Und hier kommt es zur Schlacht. Die Preußen sind als Erste, haben sich als Erste mutig reingestürzt. Jetzt kommt die Verstärkung. Russische Verstärkung kommt auch nochmal dazu. Ah, die Mandschu machen so viel Schaden, das ist unfassbar. Das ist ein Kampfkoloss. Währenddessen haben die Inder die Bengalen sprichwörtlich bei den Eiern, sind hier mitten im Kerngebiet und wollen sich nicht wegbewegen. Warum auch? Vielleicht gibt es da jetzt sogar schon Verhandlungen. Die Mandschu haben ja weitestgehend den Schaden, den die Perser angerichtet haben, wieder behoben. Bengalen sind jetzt am Ende ihrer Reserven angelangt. Die Mandschu haben auch nicht mehr sehr viel. Ja, aber in Russland kommen sie ja auch nicht wirklich voran. Die Heeresführung ist eher in Indien gebunden. Und eben durch die marodierenden Perser. Oh, und Persien hat ja eine neue Armee aufgestellt und dringt schon wieder in die Mandschurei ein. Todesmutig stürzen sie sich in den Kampf. Finden da in Indien jetzt Verhandlungen statt? Weil ihr marschiert nicht mehr weiter vor. Ich weiß es nicht. Ich bin, wenn das stattfindet, nicht informiert. Aber wenn da Verhandlungen stattfinden, sind wir natürlich gern dabei. Das lassen wir uns nicht entgehen. Ich werde mal bei meinen Bündnispartnern abfragen, ob da irgendwas passiert. Jetzt ist hier eine zweite mandschurische Armee angekommen. Hoffentlich sind die Inder wachsam.
springe kurz nach Russland. Ich glaube jetzt auch, dass ich weiß, warum die mandschurischen Reiter hier nicht weiter nach Norden vorgedrungen sind, weil hier Wald ist. Und ich glaube, die hassen den Wald, dass sie da nicht richtig reiten können. Deswegen sind sie hier im Grünland stehen geblieben. Das sieht ja noch nicht nach Verhandlungen aus, du. Das wird bald wieder heiß hier. Die Mandschu fallen ja aus dem Norden ein. Die Bengalen kommen aus dem Osten dazu. Also offensichtlich waren keine Friedensverhandlungen sehe ich jetzt auch. Im Verlauf. Oh, ganz knapp. Haben ja die Inder schon die mandschurische Armee zurückgeschlagen und jetzt kommen erst die Verstärkungen aus dem Bengal-Delta. Das heißt, die beiden Schlachten werden wohl an die Inder gehen. Das war nicht ganz optimal gelaufen für die Bengalen und die Mandschu. Wobei. Also mit bis. Nee, jetzt doch. Jetzt ist die Front eingebrochen. Jetzt kommt die Artillerie unter Beschuss. Die Bengalen müssen sich wieder ein weiteres Mal geschlagen geben. Wie sieht's aus? Persien marodiert hier wieder. Und die Mandschu haben sich tatsächlich aus dem tiefen Russland zurückgezogen ans Kaspische Meer. Jetzt rücken sie aber wieder vor. Vielleicht war es nur eine Finte, um die Russen aus ihren Verstecken im Wald zu locken. Und jetzt kommen sie wieder raus, um aufzuwischen. Ja, aber die Russen riechen den Braten, ziehen sich wieder zurück. Ja. Wie sieht's mit Smolensk aus? Nee, das wird wahrscheinlich nicht mehr reichen, um die Festung in Smolensk zu befreien. Es sei denn, sie wollen es hier zur Schlacht kommen lassen. Das wäre natürlich möglich. Ist ja Grünland, da wäre kein Nachteil für die Russen und Preußen. Vielleicht kommt es hier zu einer weiteren Schlacht. Die Mandschu wollen es sich wissen. Die steuern direkt auf Smolensk zu. Damit haben die Russen wohl nicht gerechnet. Denn die scheinen ja keine Anstalten zu machen, dazu zu kommen. Preußen versuchen zu fliehen, aber werden es nicht mehr schaffen. Oh. Das war die preußische Armee. Komplett aufgerieben. Und die Russen rennen ja auch noch in ihr Verderben. Ich gehe wieder nach Indien. Wie sieht's hier aus? Es
wird immer noch hier die Linie im bengalischen Kernland gehalten. Oh, Persien ist jetzt auch hier angekommen mit einer Armee. Wobei mit einer anderen Armee scheinen sie hier noch im westlichen Mandschurreich zu marodieren. Haben die Bengalen noch Reserven? Sie haben wieder anscheinend ihre Rekrutierungsstandards gesenkt, um mehr Truppen ausheben zu können. Das kostet Armeeprofessionalität. Da können sie jedes Mal so 20.000 Mann nochmal zusätzlich einziehen. Die Punjab müssen ja mit einigen Rebellionen sich auseinandersetzen. Das war wahrscheinlich auch ein guter Moment dafür, denn im Moment marschieren die. Ah ja. Ich möchte nicht zu viel verraten. Du hörst ja mit. Währenddessen sind die Mandschu hier wieder in der Krim angekommen. Regenerieren ihre Kräfte. Ja gut, jetzt seht ihr es ja auch. Kommt nämlich eine mandschurische Armee. Versucht, die bengalische Hauptstadt zu befreien. Hormus stürzt sich hier todesmutig in den Kampf, sehe ich. Bekommt Verstärkung aus dem Punjab und Vijayanagar, nochmal Punjab. Und die Bengalen können nur zuschauen, denn sie kommen nicht durch, glaube ich, oder? Kommen sie durch? Nein. Und die Mandschu ziehen sich wieder zurück. Jetzt haben sich die Bengalen ja an die Front getraut, aber wie gesagt, sie kommen nicht durch. Durch die Festung. Die Perser fangen hier wieder an zu nerven. Aber eine mandschurische Armee räumt hier Schritt für Schritt auf mit den persischen Truppen. Sie haben immer noch den Ruf nach Frieden. Inzwischen schon sehr stark angewachsen. Oh, und hier scheinen die Perser tatsächlich mal... Nein, doch, jetzt in der Nahkampfphase war es dann doch wieder. Oder? Das könnte knapp werden, du. Holla, die Waldfee. Und die Mandschu haben tatsächlich verloren hier. Hätte man nicht gedacht. Das war Würfelpech. Die Perser nerven wirklich. Ein weiterer Kampf hier um Nasirabad. Der Fluss ist bestimmt schon rot vom Blut. Die Punjabi haben schon ihre gesamte Macht reingeworfen. Na, nicht ganz. Hier kommt nochmal Nachschub. Bengalen kommen dazu. Mandschu kommen dazu. Könnte knapp werden. Die Moral ist, wie gesagt, wieder auf Seite der Punjabi, aber ob das ausreicht, ist die Frage. Was sagt die Uhr? Ich habe das Gefühl, dass wir schon überziehen. Ich habe das Gefühl, dass es keine Uhr gibt. Ups. Ja, dann machen wir vielleicht nach der Schlacht jetzt
Ja, die Bengalen haben gewonnen. Es könnte also die Wende in diesem Krieg sein. Aber wir machen an dieser Stelle erstmal eine Pause und beenden die Folge, denn ich glaube, wir haben schon überzogen. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich spekuliere jetzt einfach mal drauf. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!